Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Anvil Craft Classic Projektes von Tilera. Wir spielen in der Minecraft-Version 1.7.10. Das Pack hat Tilera selbst erstellt, das ist also custom-made. Und es ist so ein bisschen darauf ausgelegt, dass wir so ein bisschen 1.4.7, 1.5.2er Nostalgie haben sollen, aber halt updated auf die 1.7.10. Also sehr interessante Prämisse auf jeden Fall. Ich habe die beiden hier gerade auch im Teamspeak, ich habe jetzt nur gerade für die Anmods gemutet. Die Idee für dieses Pack ist, dass ich, denke ich mal, einfach das Ganze streame. So wie man vielleicht, na gut, man sieht es nicht, weil gerade kein Chat da ist, aber stream es an. Aber ich dann das Ganze in Folgen runtercutte. Also einfach, ja, eine kontinuierliche Geschichte. Ich habe jetzt zwar verschiedene Varianten schon ausprobiert und ich habe jetzt mal überlegt, ich probiere die mal aus. Mal gucken, ich hoffe, das ist so auch mal okay. Und dann würde ich noch sagen, ich mache mal den Teamspeak an und dann können wir gleich Hallo sagen. Sound resumed. Hallo. 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 Wunderbar. Und dann können wir mal den Server joinen und mal gucken. Du kommst gerade drauf, wo es Nacht wird. Ja, das habe ich gerade auch schon gemerkt. Das ist natürlich ganz toll. Oh, ein Mistcraft-Buch, das ich nicht anklicken kann. Ich nicht. Nee. Vermutlich Spawn Spawn Protection. Protection. Mann. Ich bin nicht ob. Hab schon ausprobiert. Ich kann mir keine Advancements revoken. Ich habe mein E-Achievement schon gekriegt. So, hier hinten sollte aber keine Spawn Protection sein. Auf jeden Fall Okay. das Buch geht zum Teleport-Hub. Da kann man zu verschiedenen Basen hingehen. Okay. Hab. Hui. Hier ist so Lesen, ein. okay. So, printed page. Ich bin immer noch kein Sklave. Okay. Okay, nett. Und dann richtig rumdrehen, weil wir ja nette Menschen sind. Und wieder zurück in die Oberwelt. Okay, was haben wir denn hier? Hier geht's zu den verschiedenen Basen, die bekannt sind. Okay, gibt's irgendwie. Wahrscheinlich kann man einfach irgendwo bauen, ne? Ja, an sich ja. Okay. Wenn da nicht schon von irgendwem anders was geplant ist. Ja, ist klar. Aber immerhin, es sind inzwischen mehr. Achso, falls ihr euch wundert, das Doppelte kommt von ihmchen hier. Hab gerade keine Kopfhörer. Das bitte ich mal zu entschuldigen. So, aber ich denke mal. Oh. Okay, interessant. Du bist jetzt zum Endportal Wollte ich gerade sagen, gegangen. ich bin anscheinend zum Endportal. Anscheinend gibt es keinen Backtipp zum Spawn. Nur wieder ein Buch wieder zurück hierhin. Ja, okay. Also es gibt, glaube ich, eine einfache Möglichkeit zurück zum Spawn. Ja, einfach runterspringen, ne? Ja. Ich glaube, da komme ich gar nicht hin. Warte mal. Nein. Ich glaube, Ich habe gar keine Blöcke, um da hinzukommen. Oder warte mal. wenn der zum Spawn Hui! weg ist, ja gut, so geht's auch. Ah nein, ich schieß vorne hier! Wo bist du? Mist! Irgendwie spawne hier. Und ich habe noch Ja, nicht geil. meine. Was ist denn die Standardtaste für die Map-Mod hier? M? Ist das da? M. M für Voxel Map, okay. Wo bist du M. jetzt gespawnt? In ganz normal in der Dimension. Ich Ach bin einfach gar so. nicht dimensionsgewechselt. Das ist leider, das war So. nicht die Dimension anscheinend. Das war doch auch das. Wenn man in der Dimension stirbt, bleibt man in der Dimension. Also man kommt da nie wieder raus, wenn man keinen Link-Teleport-Block zurück hat. Stimmt, da Okay. war was. Dann gehen wir jetzt zu dir. Boah, dieses Geräusch habe ich lange nicht gehört. Oh, du hast ja eine wunderschöne Basis. Die ist ja. Wow. Die ist noch im Anfang. Ich Wow, die ist ja. hab noch nicht so viel gespielt. Eine Personal Chest hast du aber schon. Ja, da Und ist ein einfach das Netherportal. Drachenei drin. Ich habe gestern den Drachen besiegt. Was? Joa, ich hab noch nicht so viel gemacht, aber ich hab schon mal den Drachen bis. Was? Ja, ey, eigentlich alles, was ich bisher gemacht habe, ist den Drachen besiegt und mich ums ME-System der Stadt hier gekümmert. Wenn du mal Warum? hier hinten mitkommst, hinter dem Berg, da ist quasi die Stadt, wo Kenn ich aktuell der nie. Großteil der Spieler baut.
Ich habe absolute FPS-Drops, warum auch immer. Ja, ich habe auch so kleine Mikro-Lags. Also ich habe 60. 30 ich habe 30, das ist irgendwie ungeil. Aber... Aha, okay. Interessant. Und eine Buildcraft Quarry steht da unten auch schon. Ja, die ist glaube ich fertig. Und da hinten ist so ein Factorization Golem Ding. Ja, den hatte ich mal angefangen, da was abzubauen und seitdem ist er jetzt irgendwie verbuggt. Ja, die sind auch echt verbuggt in der Version. Eine Buildcraft Quarry haben wir noch keine, wahrscheinlich nicht. Ja, wir spielen ja auch mit Nostalgie-Versionen, ne? Ja, keine Ender Quarry. Ja. Okay. Ja gut, Nostalgie ist natürlich klar, dann gibt's keine Ender Quarries. Da muss ich wohl Red Power benutzen. Hihi. Boah, und dann so richtig Hardcore mit noch richtig Diamond Pipe Sorting. Alter. Mhm. Ui. Ja, es gibt ja als Pipes nur entweder die Buildcraft Pipes oder die Red Power Pipes. Ja, die heißen aber Tubes. Und außerdem hast du Logistics Pipes, das ist ein eigener Mod. Ja gut. Die hat damals in 1.2.5 noch Buildcraft Pipes benutzt, aber inzwischen hat sie eigene Pipes. Die sind sowieso viel besser als alles, was Buildcraft hat. Ja, aber hier nutzen wir auch noch Buildcraft Pipes. Ich finde das krass, einfach noch mit denen zu bauen. Und die FPS sind echt irgendwie... Was ist denn mit den FPS kaputt? Ist ja kein... Haben wir hier Fastcraft drin? Hast du Fastcraft drin im Pack? Auf dem Server ist das drauf. Okay, aber nicht im Client? Nee, im Client nicht. Interessant. Mods. Nee, tatsächlich. Okay. Und sowas wie Beta FPS und so wahrscheinlich auch nicht. Nee, okay. Vielleicht sollte ich nochmal ein bisschen Performance Mods reinpacken. Dann wird das vielleicht auch besser. Ich will jetzt der Steam Boiler. Okay. Steam. Kommt auch an, welchen er meint. Wenn er den aus Railcraft meint, muss er halt gucken, dass er den richtig baut. Ich vermute mal, der hätte hier oben den Steam Boiler gesehen, der. Hier oben ist ein Steam Boiler mit einer Comic Science Turbine oben drauf. Oh Gott. Single Player, okay. Und Energie mit I. Interessant. Okay. Kann man so schreiben, wenn man denn möchte. Reaktor, Turbine, Atomic Science. Ich habe noch nie mit Atomic Science gespielt, muss ich ja mal sagen. Und wie will er dann damit. Geht das so? Du brauchst doch eine Pipe oder nicht? Da muss doch irgendwie Steam rein. Theoretisch geht das so, aber der Boiler ist aus. Ja, das ist klar, aber. Geht das. Du kannst einfach aus einem Boiler, der da steht, einfach so Energie rausholen? Ja, der Boiler, der packt den Dampf direkt raus. Das ergibt so viel Sinn, das muss richtig sein. Ich muss aber mich echt mal um meine FPS kümmern, das geht hier gerade gar nicht. Das ist irgendwie ungeil gerade. Muss mal gucken, vielleicht reicht es schon, wenn ich in den Video-Settings auf Fast stelle und Smooth Lighting auf wenigstens Minimum. Brightness muss ich sowieso mal auf Bright stellen. Framerate Max auf 150. Render Distance, Alter, Render Distance, ist klar, dass das nicht geht. So, das sollte schon mal ordentlich helfen. Oh ja, auf einmal habe ich. Auf einmal habe ich FPS. Auf einmal habe ich FPS und ich sterbe. Okay, ich sollte mir vielleicht mal was zu essen nehmen. Ja, hier sollte. Achso, kein Rechtsklick ernten. Okay. Ich kann dir auch Fleischbarren holen. Fleischbarren? Ja. Soylent Green is People. So, erstmal Brote. Ich hab noch gar kein Crafting-Table. Wir haben hier eine Mistkraft-Dimension, die einfach komplett aus dieser Fleischflüssigkeit besteht. Warum auch nicht? Daher haben wir hier unendlich von diesen Fleischbarren.
Warum auch nicht unendlich Fleisch sparen? Das ist, ja. Huch! Warum kann ich den Crafting-Tisch so schnell abbauen? Irgendwas von Factorization macht, dass wenn man einen Block gesetzt hat, man den gleichen Block kurz danach ganz schnell abbauen kann. Ach ja, ich erinnere mich, da war was, so ein Undo-Feature. Das stimmt, ich erinnere mich ganz dunkel. Ist lange her, dass ich mit Factorization gespielt habe. Oh, und da hinten steht sogar ein schicker Turm. Oh ja, Gott, Viewboarding muss nochmal aus. Der Turm, der da hinten steht, ist, glaube ich, von dem, der gerade auf dem Server war und jetzt nicht mehr drauf ist. Hier ruht Lord Rip. Okay. Und hier haben wir ein Ether und ein Netherportal direkt aneinander. Das Berühren der Figur. Das war Po. Wie willst du da jetzt raus? Ach so, willst du rauskommen? Ich muss das Spielchen nur mal ein bisschen üben. Ich habe das lange nicht mehr. Nicht nur lange nicht mehr. Ich habe, glaube ich, noch nie so wirklich mit den Pferden gearbeitet, weil warum? Wenn du Modded spielst, brauchst du halt nicht Pferde nutzen. Ja. Okay, Pferd, geh wieder rein. Nein, okay, blödes Pferd. RSGE versucht ein Pferd dazu zu überreden, wieder in seinen Käfig zu gehen. Das wird auf jeden Fall gut. So, und jetzt rein mit dir. Los. So ist fein. Ab. Kusch. Oh, da haben Leute die gleichen Ideen wie ich. In Bäumen leben. Das finde ich immer gut. Baumhäuser sind toll. Irgendwie. Oh, hallo Torin Blink. Kennst du den hier Redlet 72, den YouTuber? Nein. Sagt mir gar nichts. Das ist so ein Modded-YouTuber, so beziehungsweise war früher mal, jetzt macht er kein YouTube mehr auf jeden Fall. In einer ganz alten Serie hat er in so einem Baum seine Base gebaut und Lord hat jetzt angefangen, diese alte Serie von ihm zu schauen und hat sich davon inspirieren lassen und deshalb entschieden, in so einem Baum zu wohnen. Ah, ich hatte das tatsächlich in meinen ersten auch gemacht, in Direwolf 2164. Da habe ich das damals auch gemacht. Das hätte ich damals sogar gesehen. Habe ich damals mal nicht gesehen. Ui, da oben diese Holzbrücke noch. Okay. Ja, die ist. Also ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwo hier in der Nähe bauen, aber so ganz zur Stadt gehören will ich irgendwie nicht. Ich bin Einsiedler. Ich mache meine eigene Base. Also es wird auf jeden Fall übrigens für mich ein sehr interessantes Pack, weil es halt 1.7.10 ist, aber ohne alles, was ich in der 1.7.10 noch kenne. Also so diesen ganzen, so Tinker's Construct und so. Alleine schon. Das heißt, ich muss erstmal gucken, was ich eigentlich am Anfang machen möchte. Das wird noch sehr interessant. Dass ich erstmal gucken will, was ich am Anfang machen muss. Ich disconnecte einfach mal kurz. So. Dann sollte jetzt ja schon wieder. Ja. Ja. Perfekt. Gut, das ist hier so das Starterhaus. Als wir hier alle hingegangen sind, haben wir das erstmal so als kleine Anfangsbase gebaut. Bis dann jeder so zu seinem Haus, sein eigenes Haus gebaut hat. Okay. Dark Matter kann man ja gar nicht craften, wenn man keinen Philosopher's Stone machen kann. Das heißt, die Dark Matter Pick ist sowieso gar nicht möglich. Ja, im Grunde der komplette Mod funktioniert ja, glaube ich, nicht vernünftig. Ich glaube, dann ist mein closest approximation. Ist das Mechanism Tools, Tilera Edition? Okay. Mechanism ist eigentlich ziemlich OP, ne? Aber das hast du ja ein bisschen, glaube ich, genervt. Was meinst du? Mechanism ist eigentlich ja fucking ganz toll OP. Aber eigentlich ist das. Ja, manche Sachen habe ich bei Mechanism rausgenommen, die halt nicht in der Zeit von 1.5.2 existierten. Also sowas wie der Mechanism-Fusionsreaktor, den gibt's hier nicht. Okay, deswegen die Tilera Edition, weil du so ein paar Sachen rausgenommen hast. Aber Crafting-Rezepte verändert? Bei Mechanism meine ich nicht. Wobei doch die hier. Universal Cables und so brauchen jetzt wieder Osmium statt Stahl.
Ah ja, okay, ich sehe es. Nice. Okay, cool. Dann weiß ich ja schon mal, dann habe ich ja schon mal einen Anfang, eine Anfangsidee. Jetzt muss ich nur noch einen Punkt finden, wo ich anfangen kann, wo ich meine erste kleine Base bauen kann. Ja, hier in der Gegend ist, denke ich, genug Platz. Erstmal Sticks. Und dann einmal schnell eine Spitzhacke oder zwei, eigentlich reicht eine. Hallo. So. Schwupps. Ich mag das mit Factorization. Das mag ich jetzt schon. Das ist jetzt schon einfach toll. Oh, noch ein schickes Haus. Boah, ey, wie viele Leute hier schon was auch immer an tollen Sachen gebaut haben. Oh ja, Mass Fabricator läuft bei denen. Compacting Recycler? Ach so, Advanced Machines fügt auch einen neueren Recycler hinzu. Okay. Den gab's damals noch nicht in der 1.2.5. 1.4.7 habe ich nie mit den Mods gespielt, muss ich sagen. Weil Echt doch habe ich die wahrscheinlich, ich erinnere mich nicht mehr dran. Recycler gab es damals noch nicht. Die Comp also in der 1.2.5 gab es Comp. Nein, Recycler ja, aber nicht Compacting Recycler. Okay. Also Advanced Machines hat keinen extra Recycler gehabt. Ich finde diese Brücke cool. Ich komme da noch nicht hoch. Ich glaube, da müsste man den Berg hochgehen. Ja, wahrscheinlich. Oh, ein Sumpfbiom. Ich finde das. Ist die Brücke irgendwie. Hat die einen Zweck oder so? Ist eine Base oder so, die von jemandem gehört? Okay, du hast schon Swift Moves. Da ist mein, Ja, da den gibt's wollte, ja gar meine ich, nicht. irgendwie, so auf der einen Seite des Berges wollte Hendrik, glaube ich, seine Base bauen und auf der anderen Seite des Berges Merlin. Oder irgendwie so war das. Okay. Denn ich bin ja auch ein Fan davon, in Bergen zu bauen. Für Berge gibt es hier genug in der Gegend. Machen wir uns hier mal so einen Weg nach oben. Ich will ja mal gucken, was die da so haben. Wofür jetzt noch nicht. Es war auch nur bisher ein Stream, den die gemacht haben. Okay, interessant. Also hier geht's auf jeden Fall noch keinen Weg. Ja, das soll, denke Da ich mal, hinten mit ist der eine Base da Base. unten irgendwie noch Ja. verbunden werden. Da ist eine Base, da hinten ist ein Ding. Ah, ein TNT-Minecart. Das ist natürlich immer eine Ach, gute da. Idee, sowas hier liegen zu lassen. Da ist das in meinem Kart hin. Und hier gibt's schon mal so jemand, der irgendwie was Anfängliches in der Base gebaut hat, okay. Da hinten ist auch ein Haus mit Steintreppen. Ich glaube, da hinten, nee, das ist ja dein Haus. Ja, das ist mein Haus. Geht's dann auch weiter hinter mit Bergen? Soweit, das sind, denke ich, glaube ich, immer noch weitere Berge, aber da hat bisher noch keiner gebaut. So, machen wir mal Plus. Das machen wir auf die 4. Toggle Ingame machen wir auf 9, Waypoint Hotkey ist 8, Toggle Mobs mache ich mal auf die 7, Fullscreen Map Doch schon auf jemand. Irgendwer hat hier ein Weizenfeld 6. gebaut. So ist schon mal besser. Okay, das geht aber in die Richtung noch gut weiter, das Biom. Also ich glaube, dann werde ich in die andere Richtung gehen. Wenn die sagen, dass es für sie ist, dieser Bereich, dann baue ich gleich mal einen kleinen Tunnel dahin. Und dann machen wir das so, denke ich. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wann es eigentlich angefangen hat. Muss ich natürlich mal, dass ich so ein bisschen wenigstens eine grobe Idee habe, wann die Folgen, wann so ungefähr Folgen sind. Ich muss ja nicht mit An- und Abmod machen, aber. Ich würde schon gern wissen, wie viele Folgen ich sozusagen mache. Dass ich glaube, ich werde auch ein bisschen cutten. Halt dann, man kann in Twitch ja alles so weit zusammen cutten. Aber. Ich glaube, dann weiß ich schon, habe ich schon so einen groben Plan, wie ich dieses Pack anfange. Wo bist du jetzt hingegangen? Oben noch. Ich denke, ich werde erstmal hier reinbuddeln und da hinten hin den Gang buddeln. Und dann weiter. Dass ich mir dann halt selber was buddeln kann. Ich muss nur gucken, wie ich dann in Diamanten komme, wenn ich hier oben anfange. Ja.
Und Rubine und den ganzen Kram, den man im Early Game dann haben will. So, du weg. Oh ja, hier geht's echt noch weiter. Deswegen, da geht's noch eine ganze Weile weiter in die Richtung. Ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass ich in die Richtung. Okay, ich muss da so ein bisschen. Hier ist sogar ein Vulkan. Ein Red Power Vulkan. Ich mache hier mal einen Waypoint hin. Acht dann. So. Dann gehe ich mal darüber. Ein bisschen Parcours hier. Dann gucken wir mal, ob ich da hin. Ja, guck mal, das können wir doch super machen. Dann baue ich dem schon mal einen Eingang. Dem Herrn hier. Oder der Dame, die hier baut. Oder der non-binären Person oder was auch immer es sonst noch an Optionen gibt. Wie sagt das noch hier Böhmermann immer so gut? Meine Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb. Das finde ich gut. Das sollte ich mir auch angewöhnen. Okay. Zumindest für hier informelle Zwecke. Das ist dann so ein schönes alle ansprechen. So, bin ich auf der richtigen Höhe? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, ich muss noch einen höher. Fackeln habe ich noch gar keine. Ich hätte mir mal Fackeln machen sollen. Aber ich kann mir einfach gleich welche brennen. Oder so. Oder ich habe einfach einen Tierlehrer, der für mich die Fackeln bereitstellt. Jo. Was habe ich bei dir eigentlich für ein Cave? Das Standard Microsoft Cave. Komisch. Also irgendwie bei manchen. So, eigentlich sollte ich hier so ein Blitz-Cave haben, so ein Universal Electricity Cave. Bei manchen funktioniert es irgendwie, bei manchen nicht. Kann das sein, dass das bei Leuten ist, die Optifine haben? Nee, bei Optifine habe ich nochmal wiederum ein anderes Cave. Ach du Scheiße. Okay, jetzt müssen wir da mal rankommen. Okay, ich war zwei zu hoch, verdammt. Egal, sammeln wir erstmal Stein. Stein braucht man doch immer, oder? Es gibt keine Cobblechains. Nein, die sind Einbildung. Naja, man könnte theoretisch einbauen. Das war ja auch Sarkasmus. Ja, gut. Das war Sarkasmus gegenüber meiner eigenen Dummheit. So, jetzt bauen wir hier noch zu. Denn wer will bitte Sachen haben, die höher als 3 sind? So, und jetzt ist es ein Dreiergang und dann ist es gut. Ja. Einmal F7. Passt auch hier unten zu der Base. Die ist auch 3 hoch. Eben. Generell, ich finde, Minenschächte sollten immer 3x3 sein. Selbst wenn man kein Tinkers Construct hat. So, und jetzt, 4. Gibt's nicht auch irgendwie so einen Hammer von Thermal Expansion? Ich glaube, das ist erst in anderen Versionen, oder? Stimmt. Ja. Also, es gibt den Warhammer, aber das ist was anderes. Ja. Also, einen richtigen Hammer in der Form haben wir jetzt da nicht. Ich glaube aber. Nee, auch nicht. Also gibt's nur eine Möglichkeit, das hinzukriegen. 3x3 Mining. Nee, auch die nicht. Aber egal, dann mach ich mir ein. Ich weiß auf jeden Fall schon mal. Warte mal, wie ging denn das andere noch? Wie hieß denn das Ding noch? Der hieß ja anders. Ja. Genau, das Ding. Der hat, glaube ich, sowas. Nein, ich will nicht meine Holzspitzhacke benutzen. Lass das. Machen wir lieber mehr. Ein Schwert sollte ich mir auch mal machen. So, zack, alles an der richtigen Stelle. Ich mag Inventory Tweaks. Oh, ich hätte mir gleich mal eine Schaufel machen können, wenn das nächste, was ich hier finde, Gravel ist. Und einen Ofen. Brauche ich auch nochmal schnell, um mir was zu braten. Hallo. Ofen und 1, 2 und 1, 2, 3. Zack. So, dann haben wir schon mal das. Ah, jetzt muss ich lange abbauen. Dann kann ich auch gleich eine Axt mitbauen. So, Axt. Und Schaufel.
Und die Spitzhacke können wir eigentlich gleich verfeuern. So, weg mit der Spitzhacke. Dann bin ich die auch los, dann sortiert er die nicht mehr. Ha, schön. Gib mal ein Zeug und hallo Spitzhack. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin wollen. Müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Berg hin. Na. Naja, der nächste Berg ist, glaube ich, ein bisschen schmal. So das Gefühl. Oh ja. Das ist doch ein bisschen schwierig hier. Was hast du als Flugoption? Gerade ein Jetpack. Jetpack? Okay. Also so ein ganz normales IC2 Jetpack. Ich will halt dem Herrn da seine Base nicht streitig machen. Vielleicht baue ich ein bisschen weiter unten. Vielleicht baue ich da in dem Berg einfach drin oder so. So, Fast Bridging. Hey, man soll ja nicht sagen können, ich hätte aus meinem SGE Learns PvP Series nichts gelernt. Das ist natürlich toll, sich dann also wieder alles nachts zu bullen, aber ich mag halt keinen Cobblestone. Wieso baust du die Brücke ab? Weil die hässlich ist. Ich mag keine hässlichen Dinge. Haben wir hier irgendwelche Exchanger oder sowas? Ach, wir haben natürlich Equal Trade, ne? Equal Trade haben wir. Dann kann ich die notfalls wieder austauschen durch irgendwas Besseres. So, der ist wirklich sehr schmal, dieser Berg. Das ist ungünstig. Vielleicht baue ich noch ein bisschen weiter. Wir haben doch bestimmt auch irgendwelche Teleport-Optionen. Ja, zum Beispiel hier die Wüstkraft-Bücher. Ja gut, das war zu einfach. Oder hier den Mechanism-Teleporter gibt's ja auch. Aber sonst ist nämlich dort hinten doch eine schöne Stelle. Guck mal, da hinten. Da, wo dieses lilane, das Loot-Ding ist von Thormcraft. Da sieht das doch gut aus. Ich glaube, da können wir vielleicht bauen. Ich glaube, der hat auch schon mal die Kiste geklaut. Aber das sieht nach einem Punkt aus, wo man bauen kann. Hier müsste auch noch eine Aura-Not dann sein. Ja, aber das sehe ich nicht, aber keinen. Also man müsste die sehen können, wenn man mit Wailer drauf guckt. Nee, dafür brauchst du wirklich so eine Brille hier. War der Meinung, man konnte die früher immer mit Wailer auch sehen. Ja, Thorncraft ist in dem Pack ein bisschen anders, als du es kennst. Wir haben halt Add-ons geschrieben, die das so machen, dass Thorncraft ungefähr so ist wie Thorncraft 3. Das heißt, du hast nicht diese Blöcke als Auranot, sondern wirklich diese, ja, Dinger, die du nur mit einer Brille siehst. Ach so, also die alte Mechanik habt ihr wieder eingebaut. Jo. Oh. Mir fällt auch gerade auf, dass er anscheinend das falsche Java nimmt. Ich muss mal gerade gucken. Meine Hotkeys funktionieren nicht. Muss ich mal gerade gucken, welches Java er benutzt und das mal hinzufügen. Ah ja, Technik hat seine eigene Runtime. Okay, das hätte ich mir denken können. Oder habe ich mir ja sogar schon gedacht. Deswegen ist es ja so. Muss ich nochmal kurz in mein Java-Profil das hinzufügen, damit er meine Sachen erkennt. So. Nein, ich das editieren. Plus. Bin. Einmal das Verzeichnis. Und java.w.exe. Und okay. Und jetzt müsste das wieder funktionieren. Hi, ich habe Hotkeys. So. Okay, wo baue ich denn? Ich sollte vielleicht mal langsam die Frage klären, wo ich denn bauen möchte. Ich denke, hier irgendwo wird ja gar nicht so schlecht sein. Pass auf, da kommen sind Zombies. Ja, ich sehe es. Hallo? Oh ja, Need. Wimmy? Ja, geht das ganz schön langsam, aber okay. So. Aber diese Bubbles sind noch drin, okay. Diese Bubbles in Thorncraft. Aber hier ist sonst vielleicht eine Option zu bauen. Danach ist das mal ein Ozean, ist ja ganz toll.
Fullscreen-Map. So, gucken wir doch mal. Denn das ist sonst, hier ist die... Oder ich muss in die andere Richtung. Ich glaube, in deine Richtung ist sogar besser. Fast. Da sind mehr Berge in deine Richtung. Boah, Hangglider und sowas haben wir auch nicht, ne? Nee. Ich weiß gar nicht, ob da noch so viele Berge kommen. Ja, tun sie. Ich habe gerade mal raufgeguckt. Das Biom geht zumindest noch eine Weile nach deinem Ding weiter. Ja, doch. So aus. Dann müssen wir halt ein bisschen laufen. Das ist immer das Schwierigste. Erstmal muss ich eine Base finden und dann kann es ja losgehen. Aber das ist immer so ein bisschen erstmal gucken, was wir so haben. Und jetzt geht es erstmal einen richtigen Hardcore-Lag und dann geht es auch weiter. Die typischen Freezes. Ja, ist bestimmt, hat bestimmt irgendwas mit diesen Factualization-Dingern da zu tun. Auf jeden Fall laggt es hier in der Stadt jetzt schon wesentlich mehr, als es eben gelaggt hat. Ich glaube, das ist, wenn man in die Nähe von dem, keine Ahnung, Golem oder was auch immer das Ding sein soll, wenn man da in die Nähe kommt. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Golem irgendwie echt Probleme macht. Problem ist, den kann man jetzt irgendwie nicht mehr abbauen. Der hat sich irgendwie verbuggt und jetzt kann man den nicht mehr abbauen. Musst du mal mit Creative probieren. Na gut, das haben wir jetzt noch nicht getestet. Oder mit hier Setblock und sowas. Oh! Ein schräger Baum! Ja. Ich erinnere mich, Factorization konnte sowas. Weißt du, wie das intern funktioniert? Nee, absolut ja, keine Ahnung. Also, die haben eine eigene Dimension und diese Blöcke stehen in dieser anderen Dimension und werden hier dann gerendert. Und in der Dimension ist dann ein Fake-Player. Wenn man hier damit interagiert, dann macht das in der Dimension dieser Fake-Player. Okay, das ist krass. Ja. Nur man sollte nicht in diese Dimension reingehen, weil dann gibt's nur Probleme. Das hatten wir in der Testwelt mal gemacht. Das ist krass. Und ich kenne dich, das sollte nur hier von Create. Aber ich wusste, dass auch Factorization das kann. Und Red Power waren die ersten. Red Power war das erste, was dieses Verschieben. Aber das konnte nicht drehen. Red Power konnte nur verschieben mit Frames. Und dann gab's Factorization, dass es so konnte. Und dann kam Create. Und Create hat es ja einfach trivialisiert. Hier gibt's auf jeden Fall genug Holz. Das finde ich schon mal gut. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen Holz mitnehmen hier. Und ich glaube, ich stelle mal wieder auf Fast, weil mir das einfach zu hässlich aussieht mit... Fancy meine ich, weil mir das zu hässlich aussieht mit den Blättern. Warum brauche ich so lange, um Oakwood abzubauen mit einer Axt? Ah, Weil dann deshalb. Der ganze Baum gefällt wird. Okay, was ist denn das für eine Mod? Recapitator. Die ist drin? Hab ich gar nicht gesehen. Recapitator kenne ich nämlich, aber... Das ist cool, dass das wenigstens dann auch mit dem lange Abbauen so ist. Auch wenn das irritierend ist, wenn man es nicht kennt beim ersten Mal, aber äußerst praktisch. Dann braucht man aber wiederum natürlich, gut, das macht natürlich etwas sinnlos, dass man die anderen Dinger hier baut. Die ganzen Äxte, die einem erlauben, ganze Bäume auf einmal zu fällen. Das ist immer der Grund, warum ich keinen Recapitator in meine eigenen Modpacks packe. Weil ich dann immer denke, es gibt genug Möglichkeiten, anderweitig an Äxte zu kommen in Modpacks, die das können. Aber dann haben die ja gar keinen Zweck mehr, denn wozu, wenn ich auch einfach eine Diamantaxt nehmen kann, um einen Baum abzubauen? Das ist immer so meine Begründung. Aber das ist, das ist ja dein Pack und in deinem Pack machst du, wie du möchtest. Das will ich ja gar nicht kritisieren. Das sollte auch gar keine Kritik sein. So, jetzt gucken wir doch mal. Ich würde gerne mal die Zoom-Stufe auf ein bisschen... Ja, genau so. Dass ich auch was sehe hier. Wir müssen uns ja noch immer ein Haus suchen, wo wir schlafen wollen.
weit genug weg, dass der Golem uns nicht mehr unsere FPS zerstört. So. Hier hinten ist doch gut. Guck mal, hier so lang, ich komme jetzt langsam in ein Gebiet, wo es weiter weg ist, wo ich eine kleine Basis bauen kann. Und doch noch nah genug dran, dass ich halt nicht stundenlang fliegen muss, wenn ich mal irgendwas von euch will. Oder ihr was von mir. Das sieht hier doch gut aus. Hier habe ich Platz. Ja. Und kann dann später daraus auch was bauen. Ein bisschen schön bauen kann man ja später auch, aber am Anfang werde ich auf jeden Fall erstmal einfach nur eine Steinhütte bauen. So. Irgendjemand baut da auf jeden Fall schon mal ein Feld. Aber ich glaube, dann fange ich einfach an, indem ich hier mich reinbuddel und dann ist das gut. Dann muss ich mir eine kleine Baumfarm irgendwie hinbauen, damit ich genug Holz habe. Hier so ein bisschen Terraform, dann kann ich hier vielleicht als Anfang nutzen. Ich glaube, das wäre ganz gar nicht so schlecht. Hast du denn Saplings mitgenommen? Ja. Gut. Ich habe mir ein paar Saplings mitgenommen.